Hey Freunde, willkommen zurück. Ja, Frankenstock wieder hier. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es gemerkt, ich bin wieder in meiner Wohnung und in unserer Wohnung auf Sylt. Ja, und ohne Mikrofon, das habe ich vergessen. Ich habe so einiges vergessen, aber was soll's, die 2 Wochen muss das ohne gehen. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Und heute stelle ich euch 2 Klassiker vor. Der zweite ist auch ein Klassiker geworden schon. Und ja, ich will eigentlich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Und zwar Pegasus von Parfum Sumale und Pegasus Exclusive. So, welcher ist besser? Welcher kommt besser an in Herbst und Winter? Erstmal die beiden Flakons. Sehr, sehr nice. Und ja, wir fangen mal mit dem Klassiker an. Den gibt es ja schon ein paar Jahre. Und zwar den normalen Pegasus. Ja, Pegasus. Eigentlich müsst ihr euch nur Vanille und die Bittermandel merken. Mehr nicht. Ja, metallisch dazu noch und ein bisschen Lavendel. Aber im Endeffekt Bittermandel und Vanille. Süß, ja, aber ich finde nicht zu süß für einen Mann, gut tragbar und schöner Flakon, wie ihr seht, richtig schön nice und ja, hat eine starke Haltbarkeit, eine hammergute Ausstrahlung und damit könnt ihr eigentlich nichts mit falsch machen. Mehr geeignet für, ja, sag ich mal, richtig Winter, finde ich. Und ja, den muss man eigentlich in seiner Sammlung haben. Es sei denn, man mag ihn nicht. Er wird viel verglichen, ich kann es nicht ganz verstehen mit, oder wurde viel verglichen mit, sogar mit Lavender Extreme von Tom Ford. Hier ist auch Lavendel drin, ja, aber der Lavender Extreme ist ein richtig schöner, süßer Lavendelduft. Hat nichts mit diesem Duft zu tun. Überhaupt nicht. Dann A Fable ist von Tom Ford. Ja, die kommen sich schon ein bisschen näher, aber irgendwie auch kein Vergleich. Aber das hier. Es geht um diesen Duft Pegasus. Den müsst ihr haben. Testet ihn. Werde ihn unten verlinken. Schaut mal rein. So, und jetzt kommt der Bruder, der jüngere, aber der erwachsene Bruder. Und zwar der Exclusive. Ja, kann man jetzt schön im Herbst tragen. Auch Bittermandel, Vanille, Uten. Ich finde, das Ut nimmt man nicht wirklich wahr. Aber er hat einfach die Tiefe, das Dunkle, die Süße wurde weggenommen, in die der Original Pegasus hat. Wie gesagt, männlich, männlicher, weil die Süße nicht da ist. Aber immer noch den Pegasus-Touch gefällt mir richtig gut. Auch cooler Flakon, sehr nice. Ah, das ist schon so matt. Ja, ein bisschen hellgrau oder hellschwarz, dunkelgrau. Das ist schon sehr nice. Und da liegt die Betonung auf nice, genau wie der Duft. Richtig gut stark, richtig gute Haltbarkeit und ja, ich sprühe ihn mal. Gute Sprühe, sorry. Ja, das ist einfach Männlichkeit von Pegasus. Einfach nicht interessant, naja, doch vielleicht schon interessanter als das Original. Aber ich bin der Meinung, weil der im Herbst noch besser geht als dieser, der ist mehr wirklich für Winter. Das ist einfach ein Must-Have, beide. Und wenn ihr genau Parfums de Mali auch gut findet, Leute, dann kommt ihr an diese Düfte nicht vorbei, an Pegasus und auch nicht an Pegasus Exclusive. Ich muss eins sagen, dass so zwischendurch, wenn die Pegasus-DNA nicht vorhanden wäre, ist es ähnlich wie der Leighton Exclusive. Er hat, bin ich der Meinung, irgendwas Ähnliches. Da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt, aber die DNA von Pegasus ist dabei und wirklich nice. So, im Endeffekt muss man auch gar nicht viel sagen. Es ist, und das sind 2 super schöne Düfte, die auf jeden Fall Herbst, Winter super funktionieren. Also Leute, testet sie, holt sie, wenn ihr Parfumsimali-Fans seid. Geht da gar nichts dran vorbei. Und wenn ihr den Leighton Exclusive schon habt und den Leighton und den normalen Pegasus, ganz ehrlich Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall den Exclusive von Pegasus auch haben. Also mach's gut, bis dann, Fragenstar.